Die meisten Menschen kommen nicht damit zurecht, nicht akzeptiert zu werden, beziehungsweise bewertet zu werden, verurteilt zu werden. Speziell, wenn du auf den sozialen Netzwerken unterwegs bist und dir Menschen die Rückmeldung geben, dass es scheiße war, was du gesagt hast, dass es blödsinnig ist, dass du dich lächerlich machst. Ich sag dir, das heißt diese Menschen noch mehr willkommen als die, die das Ganze gut heißen und vielleicht auch nicht wirklich ernst meinen, wenn sie dir einen Daumen nach oben geben, eine positive Rückmeldung geben. Das ist halt mal dazu hingestellt einfach. Aber ich gebe dir hier ein paar Gründe, warum es wichtig ist, dass du die Hasser, die Hater auf Neudeutsch, die auch wertschätzt. Und zwar zuallererst gibt es hier eine Rückmeldung. Ich meine, du kennst bestimmt, du weißt, wie die Algorithmen funktionieren auf den sozialen Netzwerken. Jede Reaktion ist eine gute Reaktion und ist wertfrei zu betrachten. Daher gibt es keine negative, sondern es gibt einfach nur eine Reaktion, eine Energie, die zu dir zurückfließt. Zweitens, diese Hater, diese Menschen halten dich am Leben, die halten dich wichtig, die geben dir die Wichtigkeit, die schreiben dir eine Wichtigkeit zu, geben dir Aufmerksamkeit. Die Energie fließt zu dir, welche Art und Weise sie es ist, kannst du dir das gut hinnehmen. Als dritter Punkt ist, lass dich einfach nicht davon runterkriegen, sondern lass dich bestärken und finde dadurch auch zu mehr Widerstandskraft, zu mehr Ausdauer, zu mehr Durchhaltevermögen. Und viertens, es geht auch darum, dir zu sagen, dass die Menschen, die dich hassen, auch zeigen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Denn wie hat so schön mal mein Coach gesagt, je mehr Hasser, je mehr Leute die du hast, die dir missgünstig gegenüberstehen, desto wertvoller bist du und desto mehr bist du auf deinem Weg. Denn du kannst es nicht allen recht machen, es geht nur darum, es dir selbst recht zu machen. Auf diesem Wege begrüße alle Hater, heiße sie willkommen, schließe sie ein in deine Dankbarkeit und alles wird gut. Viel Spaß und Erfolg weiterhin. Ciao.